Warum ihr euch nach dem iOS 14 Update unbedingt eure Einstellungen für die mobilen Daten einmal anschauen solltet, zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Ihr kennt sicherlich noch die WLAN-Unterstützung oder auf Englisch heißt es WLAN Assist, die dafür sorgt, dass euer iPhone bei einer schlechten WLAN-Verbindung automatisch ins mobile Netz wechselt. Die Funktion soll so ein konstantes und unterbrechungsfreies Surfen am iPhone ermöglichen. Wer sich dessen jedoch nicht bewusst ist und das Feature aktiviert hat, läuft Gefahr, sein mobiles Datenvolumen in kurzer Zeit aufzubrauchen. Und wir haben jetzt vermehrt das Feedback von Nutzern erhalten, wonach die WLAN-Unterstützung nach dem iOS 14 Update wieder standardmäßig aktiviert war, selbst bei denen, die sie vorher deaktiviert hatten. Und auch wir haben dieses Verhalten bei unseren verschiedenen iPhone-Geräten festgestellt. Daher solltet ihr diese Option unbedingt überprüfen und gegebenenfalls erneut ausschalten, besonders wenn ihr begrenztes Datenvolumen habt. Geht dafür in die Einstellungen und dann auf den Menüpunkt Mobiles Netz und hier müsst ihr jetzt einmal komplett bis nach unten scrollen und dann findet ihr hier den Menüpunkt WLAN Unterstützung. Schaut mal nach, ob dieser bei euch aktiviert ist und wenn ihr ihn vorher deaktiviert hattet oder ihn eigentlich gar nicht nutzen wollt, um euer Datenvolumen zu schonen, dann müsst ihr sicherstellen, dass ihr ihn jetzt nach dem iOS 14 Update wieder deaktiviert. Denn iOS 14 scheint diese WLAN-Unterstützung einfach standardmäßig wieder zu aktivieren, selbst wenn ihr sie vorher noch unter iOS 13 schon deaktiviert hattet. Ihr könnt alle Informationen rund um die WLAN-Unterstützung auch nochmal in dem Artikel auf unserer Webseite nachlesen. Den Link dazu packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Ich hoffe, dieses kleine Infovideo hat euch geholfen, denn für viele wird diese Einstellung ja sicherlich sehr wichtig sein, da ja immer noch sehr viele mit begrenzten Datenvolumen-Tarifen unterwegs sind. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos unseren Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft keine Videos mehr von uns verpasst. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.